Die israelische Armee dringt immer weiter in das verzweigte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen vor. Und we're underneath the ground. We are approximately between the Qatarian building is above us and this is the way to the street. Die schmalen, oft nur 1 Meter breiten Gänge verbinden Moscheen, Kindergärten und Krankenhäuser unterirdisch miteinander, sagt Israels Armeesprecher Daniel Hagari. They use it in a room that should have provided teaching for children. This is their choice. Einen Teil des Tunnelsystems durften jetzt Journalistinnen und Journalisten mit israelischen Soldaten begehen und abgenommenes Videomaterial von den Tunneln unter dem Al-Shifa-Spital in Gaza veröffentlichen. Dass die Hamas die tiefen Schächte unter dem Gazastreifen angelegt hat, ist seit Jahren kein Geheimnis. Doch das System verändert sich und wird immer verzweigter. Die Tunnel dienen dazu, Kämpfer unbemerkt auf israelischen Boden zu schmuggeln, Waffen aus Ägypten in den Gazastreifen zu transportieren und Kommandozentralen unter der Erde zu verstecken. Es wird auch vermutet, dass die Geiseln im Israelkrieg unterirdisch gefangen gehalten werden und es dort Lager für Waffen, Raketen, Medikamente und Lebensmittel gibt. Das Aufspüren und Vernichten der Gänge ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Mit Bohrgeräten, Bodenradar und auch Drohnen werden die Tunnel von einer israelischen Spezialeinheit lokalisiert und dann aufgebrochen. Dabei kommen auch bunkerbrechende Bomben zum Einsatz. Allerdings muss die Einheit aktuell auch wegen der israelischen Geiseln behutsam vorgehen. Eigentlich hätten sie bereits gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden sollen, doch das verzögert sich aktuell. Der Austausch der Geiseln werde nicht vor Freitag beginnen, sagte ein israelischer Sicherheitsberater. Zuvor müsse noch ein Dokument über das Abkommen unterzeichnet werden. Wenn das Abkommen steht, machen wir eine Feuerpause, damit die Geiseln freikommen können. Das schulden wir den Geiseln. Aber dann kämpfen wir weiter, um die Hamas zu besiegen, sagt der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. Beide Seiten haben sich auf eine maximal 10-tägige Feuerpause geeinigt.